that smiles sadder. Ja, liebe Videofreunde, wir haben mal einen kleinen Abstecher gemacht, und zwar nach Wilton. Das war der Ort, wo ich mit meiner Mutter, also mein Bruder, meine Mutter und ich, das einzige Mal Urlaub im Leben gemacht haben. Der einzige Urlaub, den meine Mutter hatte, war hier in Wilton mit uns Kindern, und deswegen habe ich gesagt, da war ich so lange nicht da, das sind jetzt, glaube ich, 42, 43 Jahre, wo ich nicht mehr hier war, und da sind wir mal jetzt durchgefahren, und wir stehen jetzt genau direkt vor der Schnapsbrennerei und sind durch den Ort mal durchgefahren. Ich wollte unbedingt mal durch den Ort noch mal fahren. Das sind Erinnerungen. Ja, und das hier ist die Schnapsbrennerei in Wilton. Hier kommt die gute Goldkrone her. Die Wildner Weinbrennerei. Ja, der gute Wildner, die gute Wildner Goldkrone. Hier wird produziert. Ein sehr nettes Örtchen, ne? Tja. Hübsch. Ja, liebe Videofreunde, ich möchte noch ganz kurz was zu dem Hof hier sagen. Also die Leute sind hier sehr, sehr nett. Die haben sich das alles autodidaktisch beigebracht, aus der Not eine Tugend gemacht sozusagen. Die waren damals auch arbeitslos gewesen, hatten auch keine großen Perspektiven hier auf Arbeit gehabt und haben sich dann halt für die Landwirtschaft entschieden. Und insbesondere halt eben für die Käserei und Milchproduktion von Ziegen. Und auch den Käse machen selber, haben sie sich alles learning by doing sozusagen. Die ersten Käse, hat sie uns gesagt, die sind wohl, die hätte man gegen eine Wand schmeißen können, die waren Gummi. Und mittlerweile machen die wirklich einen sehr, sehr guten Ziegenkäse hier. Ich war ja schon zweimal hier sowieso hergefahren und habe einfach nur Käse geholt. Ich nutze das dann immer gleich mit meiner Mutter, wenn ich unterwegs bin, und die fährt ja gerne Auto noch. Und dann mache ich immer mal einen kleinen Abstecher hierher
und ja, und hol halt den Käse, also weil der ist wirklich hervorragend. Ja, und ansonsten haben sie jetzt hier noch, ich glaube, 2 Schweine. Die habe ich nicht gefilmt, weil die werden bald geschlachtet. Und dann haben sie noch Kaninchen, dann haben sie Hühner, Gänse und ja, Katzen, putzige Katzen. Also es ist sehr idyllisch hier und auch eine schöne Einkehr. Also so eine kleine Alm, wie gesagt, man kriegt wohl sogar einen Käseteller, kann man sich machen lassen. Und dann kann man kalte Getränke sich ordern dort und kann schön sitzen. Und der Käsewagen steht direkt auf dem Hof. Und also es ist wirklich schön. Solltet ihr hier in der Nähe sein, also der Ort heißt, glaube ich, Pussack. Das ist über Jerischke wird es angefahren. Da muss man aber dazu sagen, das Navi würde euch über die Autobahn leiten. Also die würde euch nach Forst, Richtung Forst. Und hinter Forst kommt die Ausfahrt Bademeusel. Und dort geht es dann eigentlich normalerweise rechts ab Richtung Jerischke, zu diesem Ort, wo man hier herkommt. Aber der ist im Sommer gesperrt. Also ich habe das erste Mal auch so gehabt. Da muss man wieder zurückfahren und muss dann über Döbern. Ihr fahrt bitte, falls ihr Interesse habt, hierher zu kommen, am besten über Döbern. Gebt Döbern ein oder über Döbern ein. Weil anders kommt ihr im Sommer wohl hier nicht hin, weil das da gesperrt ist. Es ist auch gleich direkt an der polnischen Grenze hier. Also da drüben ist schon Polen hinter der Neiße. Wir sind also direkt im Grenzgebiet hier. Und man fährt dann von Jerischke, gibt es so eine Seitenstraße hinter dem Ort rechts rein. Und das ist so eine, ich nehme mal an, dass die früher hier Militär oder irgendwas gehabt haben, so eine Straße. Und da fährt man direkt hier in dieses Tal rein und kommt dann auf diesen Hof. Aber wie gesagt, nicht über die Autobahn anfahren, weil da ist es gesperrt. Das noch als kleinen Tipp. Ja, liebe Videofreunde, das war's von den 2 Tagen Testtour, die wir gemacht haben. Ja, ein Malheur ist uns gestern noch passiert, und zwar ist der eine Standfuß von der Markise abgefallen, da waren die Schrauben locker. Die haben wir natürlich im Gras nicht mehr gefunden, also da müssen wir neue Schräubchen kaufen und wieder anschrauben. Also es sind schon so ein paar Kleinigkeiten. Aber im Moment sind es wirklich nur Kleinigkeiten, bis halt natürlich auf den Kühlschrank. Und wir sind froh, dass wir diese Testtour gemacht haben. Michael macht das Auto noch fertig und sich selber auch. Ja, und wir sind froh, dass wir das gemacht haben, weil so können wir jetzt doch die eine oder andere Kleinigkeit noch reparieren und oder reparieren lassen. Ja, schade eigentlich, dass es schon nach Hause geht. Viel zu kurz, aber die Vorfreude jetzt auf unseren Urlaub ist groß, und jetzt muss nur alles in Ordnung bleiben. Also die Gesundheit vor allen Dingen bei uns und auch bei meiner Mutter, das ist natürlich das Allerwichtigste. Wir müssen uns weiter vorsehen, und ja, dann werden wir mal sehen, ob alles klappt und wir in 4 Wochen dann losstarten können. So, frisch geputzte Zähne, das sieht mir doch gleich ganz anders aus. Ja, dann spricht sich das auch gleich ganz anders. Ja, nee, war schön gewesen. Schade eigentlich, dass es schon vorbei ist. Hm. Die Mutter werden wir nie mehr finden, oder? Nee, ich habe auch noch mal geguckt. Naja, es passiert. Naja, dann ist schon mal die Schraube abgefallen vom Fernseher. Eine ist von den Heckfenstern da, so eine Feststellmutter ist abgefallen. Also, ich bin mal gespannt, hoffentlich bleiben die Räder dran.
Das sind aber alles Kleinigkeiten. Also das ist nichts Gravierendes, nichts Schlimmes. Das Einzige, was wirklich schlimm ist, ist der Kühlschrank. Und die Fliegenschutztür, da muss was nochmal gemacht werden. Aber da vermute ich, dass das mit diesem Fadending da zu tun hat. Die müssen in einer bestimmten Art und Weise liegen, dass sie das ganze Ding ziehen. Und das scheint so zu sein, dass es oben anders zieht als unten. Und dann verzieht sich das ganze Ding. Also das ist nicht so einfach, da mal immer zurück. Ich meine, wir wollen ja auch nicht... Nein, das ist auch kein Zustand, davon mal ganz ab. Also die Tür muss nochmal, da müssen wir nochmal sprechen drüber. Das musst du nochmal dem Herrn Slover da schreiben, dass wir da nochmal irgendwie irgendwann vorbeikommen müssen und das ändern müssen. So ist es nicht unbedingt optimal. Der Fahrradfahrer ist, hier ist eine wunderbare Fahrradstrecke. Man kann hier, ich glaube 8 Kilometer sind es von hier, hat sie gesagt, bis nach Bad Muskau. Und Bad Muskau ist ja auch sehr schön anzusehen. Mhm. Und man kann aber auch hier bis nach Görlitz fahren. Also es ist ein richtiger toller Fahrradweg hier lang, entlang der Neiße. Und also für Fahrradfahrer ist das hier sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ich glaube, es fängt wieder an zu regnen. Mhm. Ich habe auch schon 1-2 Tropfen gesehen, haben sie heute auch schon. Reinmachen, dass die nicht nass werden. Ja, wir werden jetzt auch aufbrechen nach Hause. Heute fahre ich wieder. Und dann hört ihr von uns. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.